Willkommen bei Mental Slaves zu einem neuen Video, zu einem neuen Format, zu einem neuen Setup. Lauern wir nicht viel rum und fangen wir direkt an. So, ich lag gestern kurz vorm Schlafen im Bett, hatte mega viele Gedanken im Kopf und habe mir überlegt, worüber könnte ich anfangen, eigentlich Videos zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass mir das Format von Outfits bewerten eigentlich ziemlich viel Spaß machen könnte und ich denke auch, dass es einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. Und daher werde ich das jetzt auch regelmäßig machen, natürlich nicht immer mit Rappern, aber heute fangen wir mit Rappern an, denn ich denke, dass die einen großen Einfluss auf unsere Streetwear bzw. Fashion Culture haben. So, fangen wir als allererstes mit einem meiner Lieblingsrapper an, nämlich A$AP Rocky. Das allererste Outfit hier ist etwas und A$AP Rockiger als die anderen, die er sonst immer trägt, nämlich das Bandana-Outfit. Ich persönlich finde das sehr angenehm, das Outfit, also ich finde es echt nice. Vor allem die Idee dahinter aus Bandanas, einfach so eine Jacke bzw. ein Hemd und eine Hose zu machen, finde ich ganz cool. Was mich persönlich aber nur hier bei dem Outfit etwas stört, ist der Gürtel bzw. diese Bänder, Schnürbänder, die als Gürtel benutzt worden sind, die fucken mich etwas ab, dadurch wird das für mich ein bisschen zu hippie-mäßig, aber an sich finde ich das Outfit ganz nice, die Idee ist toll, vor allem auch bei so gutem Wetter kann man das auch tragen, er hat das bisschen mit Rings in diesen Perlenketten getoppt, ist echt nice das Outfit. Wenn wir schon mal über A$AP Rocky reden, dann bleiben wir doch einfach mal bei A$AP Rocky und hier haben wir eines seiner neuesten Outfits, beziehungsweise seine drei neuesten Outfits, die jetzt bei Instagram am Trenden sind. Nämlich die von seiner neuen Tour. Weniger über die Tour und was auch immer, sondern mehr über die Outfits. Das erste hier ist das, nennen wir es einfach mal Flame Outfit. Es ist schon ziemlich pimpig so. Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, wegen dem Hemd. Es ist so ein neumoderner Pimp einfach. Die, naja, also A$AP Rocky ist ja also schon ein bisschen bekannt für seine Flammen, für die Flames. Ja, okay, Travis Scott auch, aber so. Die Jacke und die Hose sind ziemlich cool, doch was meiner Meinung nach hier ein bisschen nicht passt, ist die Farbe vom Hemd, also die ist auch so ein bisschen rot. Man kann es ja sehen, wie man will, vielleicht ist das etwas cool, dass man da so einen halbwegs Kontrast setzt. Aber für mich persönlich wäre es nicer, wenn das Hemd zum Beispiel schwarz wäre oder auch genau der Rotton der Flammen. Und was ich persönlich an dem Outfit sehr mag, sind die Cloudbust, die Prada Cloudbust, die Sneaker, die er trägt. Die will ich unbedingt haben und ich habe mir überlegt, die zu holen für meinen 19. Aber dennoch kosten die im Sale immer noch um die 400 Euro und das ist, so leid es mir auch tut zu sagen, mittlerweile zu viel für mich für Sneaker auszugeben, gerade in diesem Moment, da ich wirklich darauf achten will, was ich so für Sneaker ausgebe, beziehungsweise was ich mir so für Sneaker hole und nicht einfach unüberdacht Geld für Klamotten und Schuhe auszugeben. Das nächste Outfit ist dann immer noch das Hemd, das er da anhatte. Wie man jetzt erkennen kann, ist das ein ganzes Prada-Outfit, also Tracksuit von Prada und das Hemd tatsächlich auch. Vielleicht hat es deshalb gewählt und nicht eins in einer anderen Farbe. Aber das Hemd an sich, so mit der Hose nur, finde ich viel besser als mit der Jacke. Sitzt chillig, man sieht die Kette und das Hemd hat einen richtig nicen 80er kolumbianischen Miami-Flair. Einfach so richtig pimpig, keine Ahnung. Wenn ich das Hemd so sehe, wie das sitzt, ich denke einfach direkt an Scarface. Also ist ein ganz cooles Hemd und das letzte Outfit wäre dann das mit dem, mit dem A$AP Rocky Logo, ich weiß nicht wie das heißt. Auf jeden Fall ganz gelbes Outfit, auch Prada, alles, Hose, Weste, bin ich ganz clean, was mich ein bisschen stört, wobei das kann man ja auch sehen wie man will, ist sozusagen unten an der Weste ist so ein Lederstreifen, den mag ich nicht so, aber an sich auch sehr nices Outfit. So, als nächstes haben wir hier Travis Scotts Super Bowl Outfit. In der Halbzeit hat Travis Scott mit Maroon 5 performt und am selben Tag oder Tag vorher, paar Stunden vorm Super Bowl auf jeden Fall, wurden dann die Fotos von Race Corrupted Mind geleakt. Race Corrupted Mind ist der Hauptfotograf von Travis Scott und ist dadurch auch, sei mal, ziemlich berühmt geworden. Und hier haben wir das Foto, was euch direkt auffällt. Als allererstes für die ganzen Sneakerheads sind die Jordan 6er, doch dazu kommen wir gleich. Erstmal das Outfit, die ganze Lederjacke hat so ein bisschen diese Travis Scott Texas Rodeo Vibes. Also die Farben sind so erdtonmäßig, braunes Leaves, also passt auf jeden Fall auch ein bisschen zum Super Bowl. Ist ja so eine College-Jacke, könnte man sagen. Auf jeden Fall ganz aus Leder. Was ich nice finde, ist dieses Cactus Jack in der Mitte und Astro World auf den Ärmeln. Auf jeden Fall eine ganz nice Jacke. Auch die Hose ist ganz cool, weil man auch erkennen kann an den, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt,
an den Knien sind dann noch so kleine Bänder, wo man die Hose adjustieren kann. Also ganz coole Sache. Und natürlich dazu die grünen Sechser. Tolles Outfit. Und zu den Sechsern noch ganz kurz. Travis Scott geht halt diese Richtung, diese wirklich Texas Rodeo Richtung mit seinem Outfit, mit seinen Sneakern. Und das finde ich auch ganz cool. Doch hier, was mir an den Schuhen ein bisschen stört, ist halt schon diese kleine Saddlebag, wie bei Pferden, diese Satteltasche. Aber an sich ein sehr nicer Colorway und ich denke, dass ich trotzdem versuchen würde zu bekommen, weil es ein ziemlich cleaner Colorway ist. So, kommen wir als nächstes zu Drakes Outfit. Drake ist ja eigentlich nicht so der kranke Style-Typ, dieser Fashion-Typ. Also wenn mich jemand fragen würde, ich soll jetzt 5 Rapper nennen, die heftigen Style haben, also die schon richtig in die Fashion-Richtung gehen, würde ich auf jeden Fall nicht Drake nennen. Aber trotzdem überrascht er immer die Fashion-Szene ab und zu mit echt nicen Outfits. Und hier zum Beispiel war er beim A$AP Rocky als Gast bei seiner Tour, beziehungsweise bei einem Konzert. Und da hatte er dieses Outfit an, schwarzer Hoodie. Und was hier wirklich richtig poppt, ist die gelbe Nike-Weste. Nike, ist das Nike? Wow, ich bin mir nicht sicher, aber ist auf jeden Fall eine krank nice Weste, hat ein bisschen Tactical Vibes, ist aber auch modern. Durch dieses Neon-Gelb, echt nice Weste, die würde ich liebend gern haben. Und an sich ganz cooles Outfit, dazu noch early hat er die Air Max 90er von Virgil Abloh angehabt. Die kommen jetzt, wenn ich das Video hochlade, heute raus. Ja, Drake ist ja nicht mehr bei Jordan, auch nicht mehr bei Adidas, sondern bei Nike. Aber trotz dessen, Outfit ist ganz clean. Und hier nochmal das zweite Bild mit dieser Nike-Maske, diese Neckwarmer. Echt cleanes Outfit, also er macht keine komplizierten Outfits, aber es sind auf jeden Fall ganz cleane und echt nice Outfits. So, wenn wir schon über Rapper reden, dann müssen wir irgendwann auch zu Offset kommen. Offset zieht sich wirklich krass pimpig an. Also wirklich schon, er hat die kranken Zuhälter-Vibes mit den Ketten, mit den Anzügen, mit den Hemden, mit den Lackschuhen. Also er zieht sich sehr luxuriös an. Ich habe so ein Gefühl, dass er es manchmal auch etwas übertreibt. Ich weiß nicht, ich denke, ich bin ja nicht der Einzige, der die Meinung hat. Und dieses Outfit hier ist zum Beispiel nicht so meins. Was ich an sich cool finde, ist die Hose. Doch vielleicht wäre das Outfit ohne die Jacke besser. Also ich denke, die Jacke passt da irgendwie nicht dazu. Vor allem, ich bin nicht so der Fan von diesen Alpha Industries Bomberjacken. Sind an sich einfach Bomberjacken. Ist irgendwie nicht so meins. Kann sich vielleicht noch mit den Jahren ändern. Aber momentan bin ich nicht so der Fan davon. Und ich denke, das Outfit ist irgendwie ziemlich unstimmig. Und vor allem sieht sein Nacken einfach schon iced out. Iced out. No stylist. Muss schon, ja. Sein Nacken ist iced out, aber wenn man wirklich reinzoomt, ist er zu iced out. Also eine Kette oder zwei wäre nice, aber der hat wirklich so 5 Kilo, 10 Kilo auf dem Nacken. Okay, das ist schon Big Flex. Es ist zu großer Flex. So, als nächstes haben wir hier 21 Savage. Yeah, the boy from UK. London Tinks. war ja ziemlich viel los, von wegen, er muss deportiert werden aus den USA, weil er tatsächlich kein Aufenthaltsrecht dort hat, was auch immer. Aber hier geht es tatsächlich nur ums Outfit. Das ist schon ein bisschen älter, noch vom letzten Jahr. Das habe ich mir aber rausgesucht, weil ich das sehr mag. Cleanes Outfit, Hose sitzt gut, T-Shirt sitzt gut. Ja, 21 Savage ist jetzt nicht breit. Er ist auch nicht sonderlich gut aussehend oder hübsch, aber er hat das Outfit ganz gut gemastert. Und was natürlich hier das Nice ist, ist sozusagen dieser, einfach diese Accessoires, diese Tasche, wie man das nennen will, Lederstraps mit Bags. Und ich finde, das ist ein ganz cleanes Outfit, das man so nice machen kann. Und ohne diese Tasche natürlich wäre es ziemlich langweilig. Waren wir jetzt ganz bei den Ami-Rappern, kommen wir auch mal ein bisschen zu den Deutschen. Und die Leute, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich eigentlich so gut wie nur einen deutschen Rapper höre. Und das auch nur ab und zu. Und das ist Rin. Ja, you know, ihr könnt haten, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde seine Lieder nice. Und genauso nice finde ich auch sein Outfit hier. Das ist noch vom 13. Oktober. Keine Ahnung, wo er da war, das ist so Sonne schien. Ey, bei uns bestimmt nicht, keine Ahnung. Riley Raid, Kanye West T-Shirt. Kanye West hat mal eine Collection rausgebracht von Yeezy T-Shirts, die alle so mit Pornodarstellerin drauf waren. Das ist eine davon. Also Kinder, ey, wenn ihr unter 18 seid, googelt nicht, wer Riley Raid ist. Und wenn ihr über 18 seid, googelt, wer Riley Raid ist. Aber das Longsleeve sitzt an sich sehr gut. Und die Farben matchen natürlich auch mit der Cargohose. Ganz simple Cargohose, sieht jetzt nicht irgendwie krass nach Designer aus. Und vor allem, ich weiß bei Rin, dass er manchmal irgendwelche kranken Sachen von Raf Simmons rausholt und beim nächsten Outfit irgendwelche Low-Key Sachen trägt. Und das wird wahrscheinlich genauso eine Hose sein. Und dazu die Converse
Off-White, die allerersten, nicht die weißen, denn die weißen sind nicht so nice und die allerersten sind heftig und ich finde, das passt einfach. Das passt alles, vor allem bei diesem Riley Raid Longsleeve ist ja auch ein bisschen dieses Blaue und das Wasser und das matcht auch nice, die Sneaker hat mit dem Blau. An sich ganz tolles Outfit, bisschen mit der Kette und der Uhr getoppt, heftiges Outfit, feier ich. So, bleiben wir bei diesen Erdtonfarben, kommen wir nun zu Tyler, the Creator, auch einer meiner Favorite Rapper. Und hier haben wir ein Outfit von seinem Lookbook, einer neuen Collection, die jetzt dieses Jahr immer mehr und mehr droppt. Und das war halt eines davon. Es ist ziemlich nice. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist clean, aber trotzdessen, also es ist ziemlich schlicht, aber trotzdessen ist es schon etwas extravagant. Also die Jacke ist nice, vor allem mit den Blättern, vor allem diese Puffer Jackets sind dieses Jahr werden krass mehr gehypt als alles andere im Winter. Natürlich steigen auch alle irgendwie auf die Hypewelle rauf und ich finde, diese Jacke sieht echt nice aus. Dann dieser Fischerhut. Ich persönlich würde das gleich nicht tragen, aber Tyler steht das und der Fischerhut in derselben Farbe wie die Hose. Die Hose sitzt auch sehr nice. Und dann die weißen Socks und die Suikoke Sandalen. Leute würden sagen, ey, das ist ein No-Go. Leute sagen schon im Sommer, okay, man trägt keine Sandalen. Und dann trägt man erst recht keine Sandalen mit Socken. Und Tyler trägt Sandalen mit Socken im Winter. Und ich finde, das passt hier ganz gut. Vor allem, wenn man dickere Socken anhat, kann man das echt machen. Und ich mag das Outfit sehr. Und was hier noch auffällt, ist natürlich, er hat eine Ziege, aber zählen wir einfach mal nicht zum Outfit. Und noch eine Umhängetasche, beziehungsweise eine Handtasche für Männer. Okay, es gab zwar viele Gerüchte, so Tyler, the Creator ist schwul, was auch immer, ziemlich egal. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass auch Männer immer und immer mehr in der Modeszene Handtaschen tragen. Deswegen, watch out! Nächste Woche, ich komme mit Chanel back. You know what it is. Nein, Spaß. Ganz tolles Outfit. So, kommen wir nun zu den letzten drei Outfits, denn langsam wird das Video echt lang. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei, wenn wir über Rapper reden und über Mode. Wow, wer darf da nicht fehlen? Kanye West. Fangen wir bei Kid Cudi ganz links an, einfach ganz schnell. Er hat ein Tommy Hilfiger T-Shirt an, eine massive oversized Puffer Jacket in weiß, eine Jeans und Balenciaga Triple S und ich finde das Outfit schrecklich. Ey, Kid Cudi macht coole Musik, er war eine ziemlich lange tot und wurde von Kanye jetzt wieder resurrected mit dem Album, das sie zusammen hatten, aber das Outfit, ich mag die Hose nicht, ich mag die Schuhe nicht. Und das Tee und die Jacke könnte man anders matchen, aber ich finde, dass es gibt keine Stimmigkeit bei dem Outfit. Kanye West's Outfit, der geht in letzter Zeit auch sehr viel in diese Neonfarben, der hat das auch in die Szene wieder ein bisschen reingebracht. Und hier hat er so ein blaues Fleece an, darunter Neon Orange Longsleeve und noch ein Handtuch drüber geworfen, das Handtuch zählen wir jetzt einfach mal nicht. Bisschen Baggy Pants und seine Maroon Yeezy 700, heißen die Maroons? Hoffentlich. Ich bin ein bisschen rausgekommen aus der Übung. Es ist echt cozy. Es ist nicht luxuriös. Es ist nicht zu Streetwear. Es ist einfach cozy. Und es ist stimmig. Er sieht ganz gut aus. Und dann noch ganz rechts haben wir einfach noch Tyler, the Creator. Buckethead wieder. Weißes Tee. Chillige Hose. Hier hat er gleich noch ein Tuch um. Es ist ein cleanes Outfit, ja. Die haben es nicht zu hart getried. Und deswegen sind es ganz clean Outfits geworden. Bis auf Kid Cudi natürlich. Bleiben wir einfach bei Kanye West. Wieso bleiben wir nicht bei Kanye West? Ja? Hier ein Outfit, Juni 2017. Heftiges Outfit. Mag ich sehr. Boom, was ist das für eine Cap? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Sieht aus wie eine Palm Angels oder Pink Dolphin Cap. Ich weiß es echt nicht. Aber die Caps sind ganz gut, weil manchmal, ihr wisst, diese Knacken-Vibes, wenn man die Cap nur auf den Kopf packt. Ja. Aber was hier auf jeden Fall richtig nice ist, ist der Comme des Garçons Pullover. Der Pullover ist heftig, der Pullover sitzt gut, das weiße T-Shirt kommt unten raus, die Cargo-Hose, die Yeezy 700, das Outfit ist echt nice, feier ich wirklich. Es steht ihm. Noch mit der Kette getoppt, ist gut. Und kommen wir nun zum allerletzten Outfit. Fangen wir einfach mal mit Kim Kardashian an. Ja, na gut, okay, eigentlich soll es Rapper-Video werden, aber ihr Outfit ist auch ganz clean, Farbe mag ich, Neon. Sie hatte noch eine nice G-Klasse mit der, die da angekommen sind, in derselben Farbe von ihrem Kleid. Echt nice Sachen. Und das Outfit von Kanye, ganz clean, Anzug sitzt gut, drunter hat er nichts, so man sieht nur die Kette, auch wieder ein bisschen diese Pimp-Vibes. Doch was hier wieder ein bisschen kontrovers war, waren seine Yeezy-Slipper.
zuallererst, dass sie sie überhaupt getragen hat zu einem Anzug, ist ja nicht so schlimm. Ist halt Kanye West, man kann es erwarten, ja. Aber das Ding ist, sie war ja so viel zu kurz und so viel ist eine Ferse hinten rausgekommen. Aber an sich, das Outfit ist ganz clean, kann man machen. Ich weiß nicht mehr, das war glaube ich 2 Chainz Hochzeit oder so. Und ja, das war es eigentlich. Ich hoffe, das neue Outfit-Bewerten-Format hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst es mich wissen. Liked, abonniert vor allem, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kommentiert, wenn ihr Lust habt. Macht die Glocke an, damit ihr die Videos ab jetzt nicht verpasst. Denn die werden echt lit. Das kann ich euch schon mal so sagen. Die Videos werden echt nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mental Slaves.